Wir wollten schon immer einmal Stettin besuchen. Jetzt endlich wird es wahr. Zuerst besichtigen wir das Schloss der pommerschen Herzöge. In den Jahren 1346 bis 1347 baute Barnim III. Das Steinhaus und die St. Otto-Kapelle. In den Jahren 1571 bis 1582 wurde das Steinhaus in Renaissanceform umgebaut und nahm seine heutige Gestalt an. Im Zweiten Weltkrieg wurde Stettin durch alliierten Bombenangriffe erheblich zerstört. 1945 begann man, das Schloss wieder aufzubauen. Vom Schlossturm ist der Blick über Stettin beeindruckend. Wir verlassen jetzt das Schlossgelände und gehen zum Heumarkt. Der Leutzenhof gehörte einer Bankiersfamilie und ist Spätgotik, 1547 erbaut. Das alte Rathaus, ein gotisches Gebäude, wurde 1975 wieder aufgebaut. Am Rathaus befindet sich die Altstadt, die seit 1995 nach und nach wieder hergerichtet wird. Am Ufer der Oder entlang, vorbei an der Hakenterrasse mit der Seefahrtsakademie, gehen wir zur Schiffsanlegestelle, um eine Hafenrundfahrt zu unternehmen.
An der Odermündung, 65 Kilometer von der Ostsee entfernt, entwickelte sich über die Jahrhunderte ein beachtlicher Hafen. Bis 1945 war Stettin das Seetor Berlins und größter Hafen Preußens. Thank you.
Nach der Hafenrundfahrt gehen wir jetzt zu den Hakenterrassen, den Lieblingsort der Stettiner. Hier stand einmal die Festung Leopold. Um die Jahrhundertwende hatte der Stettiner Oberbürgermeister Dr. Haken die Idee zur Umgestaltung der militärischen Anlage. Auf der nach ihm benannten Terrasse wurden später mehrere monumentale Bauten errichtet. Die Soße, Kartoffeln. Und ein Wasser mit Gas. Für Manfred ein alkoholfreies Bier. Nachdem wir sehr gut gegessen haben, machen wir uns auf den Weg zu weiteren interessanten Bauten in Stettin. Ein Fragment der mittelalterlichen Stadtbefestigung. Das Berliner Tor, erbaut 1724 mit einem reich beschmückten Giebel, der das Wappen der Länder des preußischen Staates trägt. Die Adalberg-Garnisonskirche ist neugotisch und wurde 1909 geweiht. Die St. Johannes der Tauferkirche ist ebenfalls neogotisch und wurde von 1888 bis 1890 erbaut. Das neue Rathaus, auch das Rote Rathaus genannt, wurde 1875 bis 1879 errichtet. Hier endet auch unser Rundgang durch Stettin.